Hallihallo, wer sitzt am Klo? Der Campus und der Nicolo. Ja, du kannst regeln mich selber. Reg selber. Ah ja, okay. Ja. Regst du einfach den Kindern Süßigkeiten geben. Mir erwarten sich einfach viele strahlende Gesichter, auch ängstliche Gesichter, das gehört dazu, das ist einmal so. Hallo, Servus und Habedere, liebe Leute, zu einer neuen und wahrscheinlich der fürchterlichsten Easy German-Ausgabe, die wir je gemacht haben. Wir sind wieder hier in Wien im Prater und heute geht es um ein sehr skurriles und für manche sehr furchteinflößendes Thema, nämlich das Thema Krampus und Berchten. Es gibt eine sehr lange Tradition zu einem sehr schrägen Brauch und heute wollen wir mal herausfinden, was das überhaupt ist und was die Leute dazu denken. Los geht's! Wir drehen heute Erfolg über den Berchtenlauf und meine erste Frage wäre, hast du Angst vor dem Krampus und vor den Berchten? Voll, komplett. Ja, wirklich. Warum? Ich finde es einfach wirklich arg ausschauen und wenn ich nur die Glocken her, renne ich davon. Ich fürchte mich wirklich. Ich habe ein Kindheitstrauma. Nein, nur früher. Ich habe Kinder. Nein, eigentlich nicht. Hast du Angst vor dem Krampus? Ja, logisch. Fürchtest du dich vor dem Krampus und vor dem Bercht? Nein. Sehr gut. Warum nicht? Ich bin schon groß. Das heißt, die Kleinen müssen sich fürchten. Die Kleinen müssen sich ein bisschen fürchten. Ein bisschen. Nein, ich fürchte mich nicht. Ich finde es eher cool. Ja. Es kommt darauf an, wie aggressiv sie sind. Sie sind schon furchteinflößend, muss man schon sagen, ja. Das heißt, ein bisschen Kindheitstrauma schwingt da nur ein bisschen mit, oder? Definitiv, definitiv. Also am Land in Oberösterreich waren sie jetzt nicht immer sehr handsam, muss man sagen. Ja klar, ich habe schon Kacke in der Hose. Ich habe schon ein paar Videos gesehen und das wirklich sieht gefährlich aus, muss ich sagen. Super, das heißt, du hast schon ein bisschen was gehört, aber du hast noch nie einen Krampus oder einen Berchten gesehen. Na, eigentlich vor einer Woche hat ein Freund von mir was erzählt, aber ich habe nie im Leben die gesehen, ja. Die Frage ist, kannst du das erklären, was das ist für Leute, die das noch nie gehört haben, was das ist? Das ist ein alpenländischer Brauch. Männer oder Frauen verkleiden sich mit Masken und Felle. Es gibt Schönberchten und Schirchberchten. Die Schirchen vertreiben den Winter, die Schönen bringen Glück. Die haben ein Schirchs Gesicht, haben so Ärndl auf und ja, haben eine Maske auf und tun wild herumfuchteln mit Ketten und ja. Und da freut man sich immer drauf, weil wie stellt man sich vor, kommen die einmal im Jahr und was machen die dann? Naja, im Prinzip die Leute erschrecken und was die drohen mit der Rute, aber sonst sind sie überhaupt sehr, sehr friedlich. Also die Berchten sind im Prinzip viel friedlicher wie die Krampusse. Das ist einmal der Unterschied halt, nicht? Prinzipiell, soweit ich weiß, kommen die in den Rauhnächten oder davor in den Rauhnächten und sollen sozusagen die bösen Geister ein bisschen vertreiben. Ob das wirklich stimmt, weiß ich nicht so genau. Und es sind meistens entweder Holzmasken, die geschnitzt werden, sie haben meistens Felle, Ketten, sie haben Glocken umgehängt. Es gibt da unterschiedliche, zum Beispiel so Hexen haben sie auch mit, also es gibt unterschiedliche Figuren, die da auch mitspielen sozusagen und meistens kommen sie halt dann und machen halt sehr viel Lärm, sehr viel Krawall und rennen halt durch die Straßen oder die Ortschaften sozusagen und versuchen halt die Geister zu vertreiben. Und weißt du, was ist denn jetzt sozusagen der Unterschied zwischen Krampus und einem Percht oder dem Perchten? Also ich kann da den äußerlichen Unterschied sagen, die Krampusmaske hat nur zwei Hörner, immer nur zwei, dann ist ein Krampus, die Perchten haben mehrere Hörner. Und da gibt es in verschiedenen Gauen in Salzburg oder in Tirol gibt es verschiedene Bräuche. Bei uns geht die Hexe mit, in Grödig ist die wilde Jagd, gell? Da gibt es verschiedene Bräuche. Also genau, ich glaube der Krampus, der tut mehr Schrecken und den Nikolaus beschützen und steckt die schlimmen Kinder ein und nimmt es mit oder so. Ich glaube, das hat irgendwas mit dem Jahreswechsel zu tun, da sind die Perchten quasi gekommen, haben das Glück gebracht oder die bösen Geister vom alten Jahr vertrieben und der Krampus ist halt der böse Helfer vom Nicolo. Also was ist der Bercht? Der Bercht ist einfach der Brauchtum, der was in die 12 Rauhnächte auftritt. Die 12 Rauhnächte sind jedes Monat gibt es eine Rauhnacht. Und wir sind speziell von Dezember bis Jänner sind wir unterwegs mit den bösen Geister austreiben, sprich Rauhnachtslauf. Das ist bei uns Brauchtum,
der muss immer hochleben. Gibt es vielleicht irgendeine Geschichte, Anekdote, Lied zum Krampus? Gibt es irgendwas vielleicht? Wie wir Kinder waren, haben wir direkt am Dorfplatz gewohnt und ich habe da das Fenster aufgemacht und habe runtergeschrien, Hallihallo, wer sitzt am Klo? Der Krampus und der Nicolo. Und dann haben sie aufgerasselt und ich bin geschwind ins Wohnzimmer. Und du warst in Sicherheit? Und ich war in Sicherheit, ja, super, genau. Gibt es vielleicht noch irgendeine Geschichte aus der Kindheit zum Thema Nikolaus oder Krampus oder so? Viele, weil bei uns im Ort, also als Kind war das die Tradition und meine Eltern haben mir mitgenommen, ob ich wollen habe oder nicht. Und dementsprechend, ich weiß, bei uns in unserer Ortschaft in Oberösterreich hat es eine Straße gegeben und ich als Kind, man ist natürlich auch ein bisschen, wie soll ich sagen, reizt die natürlich heute noch ein bisschen. Und ich bin in der Straße reingerannt und zwei Berchten sind mir entgegengekommen und auf einmal habe ich gehört, wie es von vorne auch gekommen und ich habe die Glocken halt gehört. Und ich war halt ein Kind und das war in dieser Straße war nur ein Auto und ich habe mich dann unter das Auto runtergelegt und habe gehofft und dann habe ich nur die Füße gesehen, wie sie sich getroffen haben, aber ich war noch nicht mehr da. Aber das war sehr einprägend. Ja. Jetzt mit Corona-Pause zum ersten Mal im Broder wieder. Was erwartet man denn heute bei dem Lauf so ein bisschen? Ja, wir erwarten sie eigentlich heute im Broder da. Wir sind seit neuestem, wir waren noch nie so viele Gruppen, was wir heute sind. Wir sind normalerweise 14 Gruppen. Ich weiß nicht, ob alle da sind jetzt. Ich habe noch gar nicht nachgefragt. Aber 14 Gruppen sind angemeldet. Der Hauptorganisator ist meine Gruppe. Sie spricht die Ypsaler Schluchtendörfin. Wir erwarten sich einfach viele strahlende Gesichter, auch ängstliche Gesichter, das gehört dazu, das ist einmal so. Aber es gibt für unsere Berchtenmitglieder keine Schläge, keine Drinks. Es ist ein Showlauf. Wir wollen nur auch den Wienern oder der Umgebung von Wien den Brauchtum aufrechterhalten und beibringen, dass sie sehen, der Krampus ist nicht das schlechte Bild oder der Bercht ist nicht das schlechte Bild, sondern dann nur die bösen Geister austreiben. Ich habe mich jetzt mal kurz vor den Krampus schon rausgerettet, um eine kleine Pause zu machen. Und in dieser Pause möchte ich euch kurz darüber reden, wie man am besten deutsche Vokabeln lernt. Ihr habt sicher wieder heute extrem viele neue Wörter gehört, speziell die österreichischen. Und am besten lernen von Vokabeln kann man, wenn man sie immer wieder wiederholt und regelmäßig sogar aufschreibt und übersetzt. Viel einfacher läuft das natürlich, wenn man eine Deutsch-Lern- und Vokabellern-App dazu verwendet. Dafür möchten wir euch voll gern Seedlang vorstellen, eine Deutsch-Vokabel-App, die das Easy German-Team mitentwickelt hat. Das heißt, hier könnt ihr auch immer wieder Kari und Janosch und manchmal sogar auch mich sehen. In der Seedlang-App gibt es über 14.000 deutsche Vokabeln, die ihr lernen könnt. Ihr könnt die Vokabeln hinzufügen und dann werdet ihr mit der Methode Spaced Repetition, also regelmäßig diese Vokabeln abgefragt, bis sie ihr euch gemerkt habt. Ihr könnt einfach in die App Stores gehen und nach Seedlang suchen oder mit www.seedlang.com einfach mal bei der Webseite vorbeischauen. Und übrigens, die App gibt es jetzt auch schon für Französisch und Spanisch von unseren anderen Teams. Du ganz kurz sagen, was ist denn das genau, was für Horn oder ist das? Ja, Holz, also das ist Zirbenholz, auch hauptsächlich Zirben, das ist Ziege. Ziege? Der Typ, der was gemacht hat, einen Monat genau braucht, das war seine eigene Ziege, was er angeschlachtet hat. Boah. Ja. Und wenn man die bei mir im Zimmer, da gehst du mir ins Zimmer, das fährt extrem. Das ist Moos drüber. Okay. Ja, du kannst du riechen selber, riech selber. Ah ja, okay. Ja. Aber die Frage ist jetzt, der Nikolaus kommt zu den braven Kindern und der Krampus zu den schlimmen. Wer kommt zu dir? Der Krampus, wenn ich ehrlich sein muss. Das ist voll ehrlich, da frage ich bei der Mama nochmal schnell nach. Der Krampus. Aber wenn nachdem der Krampus da war, kommt der Nikolaus auch, also ist voll okay. Gehört sie zu den Braven oder zu den schlimmen Kindern? Ich bin eindeutig die Braven. Ich kenne nur den unschuldigen Bubenblick. Super, sehr gut. Und kommt zu dir der Nikolaus oder der Krampus? Der Nikolaus. Ah, das heißt, du bist ein braves Kind? Ja. Das Gute ist, ich habe Nikolaus vorher schon interviewt. Das heißt, ich werde ihn zu dir schicken, okay? Du bist das Christkind, nehme ich an? Ja. Und was ist deine Rolle heute? Einfach den Kindern Süßigkeiten geben. Aber nur die braven Kinder? Oder ja, alle? Nur die braven. Kannst du uns vielleicht ein bisschen noch was zum Outfit erzählen? Was ist das genau? Ist das Holz und was ist das für Föhr und so weiter?
Ja, das Outfit, also wir haben natürlich ist ein Ziegenfell. Ziegenfell, okay. Ziegenfell, das ist aus dem Grund, weil Naturfell, das brennt nicht. Wir arbeiten normalerweise mit Feuerspuren, mit Pyrotechnik etc. Also mit gallischer Feuer und so. Genau, was wir da unten leider nicht dürfen, es ist immer so. Das heißt, es gibt heute kein Feuer oder bis? Es gibt kein Feuer, nein, wir dürfen leider nicht, das ist schade. Es ist, ja, Wien ist anders, sage ich. Aber es ist einfach ein natürliches Ziegenfell, was wir haben. Dann die Haare da, beziehungsweise was ich auf die Schulter genommen habe, das ist ein Pferderossschwanz. Dann die Maske ist aus Zirbenholz gemacht und die Hörner sind aus Steinbockhorn. Gibt es vielleicht irgendeine Kindheitserinnerung, irgendeine Geschichte von Nikolaus oder Krampal, das du kurz erzählen kannst? Ja, also es war früher immer so bei uns daheim in Oberösterreich, dass so der Nikolaus gekommen ist, aber dann in Begleitung vom Krampus und das war halt immer einer von der Nachbarschaft, der verkleidet war. Und das war dann immer, ich weiß nicht, richtig wild für mich als Kind und ich habe immer recht gefürchtet und versteckt dann irgendwo. Also war lieb gemeint, aber es hat mir nicht geholfen. Bei uns beim Dorf ist es so, wenn die ein Krampus oder ein Bercht erwischt, ja, dann bringt er die mit dem Auto zum Besterkreuz im Wald rein und lässt die aus. Was? Das ist ein Brauch? Ja. Das habe ich noch nie gehört. Und auf dem Weg dorthin musst du halt beten im Auto und dann wirst du halt geschlagen ein bisschen. Ne? Und dann musst du halt vom Wald wieder heimfinden. Ne? Ich bin total schockiert in der Nacht im kalten Wald. Ja, na, für wie Dorf. Oft ist dir das schon passiert? Mir selbst noch nie. Jetzt weiß ich, warum du Angst hast. Ich verstehe das. Liebe Leute, das war's mit unserer Episode aus Wien zum Thema Brauchtum aus Österreich, Krampus und Berchten. Und ihr seht, sie kommen schon. Mir wird voll interessieren, gibt es so ähnliche Traditionen bei euch und in euren Ländern? Schreibt uns in die Kommentare. Ich lese wieder alles genau durch und ich glaube, ich schaue, dass ich mich jetzt schnell in Sicherheit bringe. Viel Spaß, bis bald und ciao.